Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht es um das Xiaomi Mi Band 3. Mittlerweile sind so 2,5 Wochen rum und das war jetzt genug Zeit, um mir mal ein Bild davon zu machen. Gerade im Vergleich zum Vorgänger, zum Mi Band 2, lohnt sich denn das Upgrade oder nicht? Und ja, das habe ich mir jetzt mal intensiv angeschaut und da werden wir jetzt mal drüber reden. Bis gleich. Also das Mi Band habe ich jetzt sehr intensiv genutzt. Ich habe das mit meinen Standardeinstellungen genutzt, wie ich eigentlich immer Mi Bänder nutze. Das ist im Prinzip die automatische Herzfrequenzmessung, also diese Pulsmessung, die habe ich aktiviert. Die habe ich auf 30 Minuten, also alle 30 Minuten mal den Puls messen eingestellt. Ansonsten die App-Benachrichtigung habe ich eigentlich mal so auf ein Minimum reduziert. Da werden halt so ein paar Sachen, sowas wie SMS oder sowas, da die kommen an und auch Anrufe in Abwesenheit und sowas. Das habe ich aktiviert, aber ich habe jetzt zwar nicht aktiviert, dass bei jeder WhatsApp-Nachricht dieses Ding angeht und ich mir das anmache. Aber das sind eigentlich so die Settings, die habe ich eigentlich immer bei den Mi-Bändern eingestellt, damit man das auch mal so ein bisschen vergleichen kann. So, jetzt ist natürlich erstmal so die Frage, wie war denn so das Alltagsfeeling? Weil das Mi Band 3 ist jetzt schon ein bisschen größer, sage ich mal, als das Mi Band 2. Wenn man nicht wirklich beide Bänder nebeneinander hat, merkt man es nicht unbedingt. Aber ich hole das hier mal kurz raus. Man merkt das, glaube ich, so im Vergleich. Das ist jetzt ein Ersatzband von einem, ich glaube, vom Mi Band 1S oder sowas. Und wenn man das mal so im direkten Vergleich sieht, dann merkt man, ja, das ist größer geworden. Auch im Vergleich zum Mi Band 2 ist diese Schrittzähleinheit größer geworden. Also deswegen, diese ganzen alten Bänder, die habt ihr, sind definitiv nicht mehr kompatibel. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut. Bisher habe ich noch das Standard Mi Band. Das hat... Sieht eigentlich aus wie immer, wie man es so kennt. Mal sehen, wie da die Qualität bleibt. Das wird man aber erst langfristig sehen, weil meistens, also bei meinen Mi-Bändern war es meistens das Problem, dass hier unten dieser Nippel abgerissen ist. Und man konnte es zwar dann irgendwie immer noch festmachen, aber ja, das war immer in der Vergangenheit ein bisschen schwierig, was die der Haltbarkeit des Produkts angeht. Vielleicht sieht man das jetzt gerade. Hier vorne ist ja sozusagen der Nippel festgemacht und da war bei mir das Problem, hier oben, da haben sich immer wieder Haare verändert, wie auch immer die da reinkommt. Und jetzt, also vielleicht sieht man es auch nicht, da hängen jetzt gerade so ein paar Haare raus. Also das ist mir jetzt mal bei dem Band aufgefallen, hatte ich jetzt bei den Mi-Bändern ansonsten bisher nicht. Unabhängig davon, vom Tragekomfort, ne, also jetzt im Vergleich mit so einer fetten Smartwatch, sind die Dinger immer noch sauleicht. Man spürt da eigentlich gar nichts, auch im Schlaf und so, das ist sehr angenehm und so. Und auch im Alltag mit zwei Kindern hatte ich nie das Problem, dass hier das Band ständig aufgeht oder so. Ne? Also das sollte man mal im Hinterkopf behalten, das hat eigentlich ganz gut gehalten. Was natürlich am interessantesten ist für alle Leute, die jetzt sozusagen das erste Mal ein Mi Band in der Hand hatten oder so, ist natürlich jetzt dieses OLED-Touch-Display. Ne? Weil es gibt da diesen Knopf, damit kann man halt sozusagen das Ding aufwecken und man kann halt, wenn man durchseppt, kann man auch wieder sozusagen einen Schritt zurückgehen auf den Homescreen, damit kann man das machen oder irgendwie die eine oder andere Sache starten da. Darüber geht diese Taste, aber ansonsten steuert man primär eigentlich mit dem Finger, also wie bei einem Touch-Display. Gerade jetzt bei, zum Beispiel jetzt hier beim Wetter, da kann man dann halt auch so weiter zappen und dann die anderen Tage sich anschauen oder wenn man die Notifications hat. Ich habe jetzt gerade keine, ich gucke mal, ob ich dann auch noch nachher nochmal ein Video reinschneide, wie das bei Notifications aussieht, damit ihr das euch mal anschauen könnt. Das hat nämlich jetzt den Vorteil, dadurch, dass jetzt mehr Zeichen angezeigt werden, kann man hier sich auch richtig Notifications anzeigen lassen. Also nicht nur, dass eine da ist, sondern man kann auch wirklich durch den Text durchseppen. Das macht bei einer kurzen WhatsApp oder einer SMS, macht es Sinn. Das holt man zwei, drei Mal, hat gelesen, was gesagt wurde. Eine E-Mail möchte man damit nicht lesen. Ich hatte mal spaßeshalber mal auch E-Mail-Benachrichtigung aktiviert und sowas und dann, ja, das sieht nicht schön aus und wird man dann auch, glaube ich, ein bisschen erschlagen vom ganzen Scrollen und sowas. Aber ich gucke mal, dass ich euch das gleich nochmal einblende, dann könnt ihr euch das mal sehen, wie das ungefähr aussieht mit so einer Benachrichtigung. Ja, ansonsten, das Display ist ja größer, es ist auch heller, das kann man definitiv sagen, das ist heller als das Mi Band 2 im Vergleich. Ne? Trotzdem habe ich das Problem, also das sind jetzt, sag ich mal, so die Meinungen da draußen bei den ganzen Technik-YouTubern und Co. Unterschiedlich, aber ich hatte schon das Gefühl, gerade durch dieses Hochglanz hat man draußen immer noch Probleme, das einigermaßen zu lesen. Bei Mi Band 2 war das Problem, das Ding war nicht hell genug, deswegen hat man draußen nichts gesehen, hat aber nicht so gespiegelt. Und jetzt hat man halt, sag ich mal, diese Hochglanz-Klavieroptik da und ist
immer noch suboptimal. Ja, es ist ein bisschen besser als beim Mi Band 2, aber so richtig glücklich, also nur mal so im direkten Vergleich mit einer Smartwatch, ja, die ist auf jeden Fall hell. Ja, die hält dann auch ein bisschen weniger, da komme ich gleich zu. Aber da erkennt man auch bei hellem Licht draußen was. Und da ist dann hier schnell, kommt man hier schon an seine Grenzen. Ist eine Verbesserung, aber noch nicht das, was sag ich mal, ideal ist für helles Licht draußen. Ja, was ansonsten, glaube ich, noch interessant ist, ist die Akkulaufzeit. Weil das ist ja so, sage ich mal so, die Paradedisziplin von Xiaomi gewesen. Ne? Ich meine, das erste Xiaomi Mi Band, das hat ja 6 Wochen gehalten. Ja, und auch das Mi Band 1S hat ja dann immer noch über 30 Tage gehalten und so. Und ja, wie das halt so ist, je mehr Display dazu kommt, je mehr Funktionen dazu kommt, umso weiter sinkt die Akkulaufzeit. Jetzt gibt Xiaomi für das Mi Band 3 so 20 Tage Akkulaufzeit an. So mit meinen Settings, wenn man das mal so hochgerechnet hat, bin ich eher so auf 15, 16 Tage gekommen. Mit meinem Mi Band 2 bin ich da immer so auf 20 Tage gekommen. Da muss man auch dazu sagen, jetzt immer gerade beim Anfang von so Tests, da macht man da natürlich immer ein bisschen mehr Quatsch und per Spielerei, dann schluckt das natürlich ein bisschen mehr Strom. Aber man kann guten Gewissens sagen, mit allen Optionen an, und ich hatte jetzt auch letzte Zeit auch mal alle Optionen an, auch mit der Pulsmessung irgendwie alle 2 Minuten oder jede Minute oder sowas, ja, kommt man da eigentlich problemlos 2 Wochen durch. Und das ist, glaube ich, im Vergleich zu jeder Smartwatch da draußen, ist es halt immer noch Bombe, ne? Also alle 2 Wochen. Und gerade wenn man, glaube ich, die Settings runterschraubt und so, dann kann man die auch problemlos irgendwie 3 Wochen rauskratzen. Das wird, glaube ich, nicht das Thema sein. Also da hat Xiaomi eigentlich nicht zu viel versprochen und insofern, sage ich mal, Paradedisziplin wieder halbwegs erfüllt und diesmal halt auch mit Touch-Display. So, jetzt ist sich die Frage, lohnt sich dieses Upgrade? Ich meine, die haben jetzt zum Release haben die 40 Euro gekostet, jetzt pendelt sich der Preis langsam runter. Es gibt schon bei AliExpress und Co. so die ersten Angebote für unter 30 Euro. Das ist auch so, glaube ich, die Tendenz, wo es hingehen wird. Ich meine, das Mi Band 2 hat am Ende ja auch irgendwie 20, 25 Euro gekostet und da wird das, glaube ich, auch hingehen. Und in diesem Preissegment, da ist das Mi Band 3 einfach unschlagbar günstig und da kann man nichts sagen. Und gerade, wenn man nicht allzu viele Erwartungen hat, ne? Also was das Schrittzählen angeht und Co. und Pulsmessen und sowas, so für Basics ist es in Ordnung, aber es ist natürlich kein Vergleich zu, sag ich mal, einer Smartwatch oder sowas oder einem größeren Tracker oder sowas, ne? Weil man darf nicht vergessen, hier ist auch kein GPS drin, ne? Also man kann zwar auch Aktivitäten starten, aber die werden dann auch nur örtlich getrackt, wenn das Smartphone mit dabei ist und so. Das sollte man nicht vergessen. Es gibt demnächst, soll es noch irgendwie so eine NFC-Variante geben, aber was man mit der wirklich machen kann, gerade in Deutschland, keine Ahnung. Also in China kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht mit dem Band dann was bezahlt oder sowas. In Deutschland, keine Ahnung. Man sehen, ob ich mir diese NFC-Variante noch anschaue. Ansonsten, mir sind jetzt noch so ein paar negative Themen aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das jetzt am Mi Band selber liegt, sondern an der Mi Fit App. So, ihr habt jetzt gesehen, bei mir ist das jetzt auf Englisch eingestellt. Momentan gibt es noch keine irgendwie, sag ich mal, richtig internationale Version, was aber, glaube ich, irgendwie primär an der Mi Fit App liegt, warum auch immer. Also wenn ihr ein Mi Band 2 zum Beispiel hattet, da ist ja alles auf Deutsch zum Beispiel. Hier gibt es irgendwie noch Probleme, ich weiß nicht, woran das liegt. Man kann es eigentlich nur Chinesisch oder Englisch anzeigen. Jetzt habe ich es so, die Anzeige hier ist jetzt zum Beispiel Englisch. Das liegt einfach daran, ich habe mein Smartphone auf Englisch eingestellt. Ich habe da deutsche und englische Sprache hinterlegt und habe ich einfach das Smartphone auf Englisch gestellt und dann zieht sich das Mi Band aus der Mi Fit App irgendwie die englischen Texte. Bei den deutschen Texten, also selbst wenn man ein deutsches Betriebssystem hat, dann ist die Mi Fit App komplett deutsch, aber das Mi Band ist chinesisch. Schade. Also ich hoffe, da kommt dann irgendwann demnächst mal ein Fix oder ein Firmware-Update, dass das dann auch beseitigt ist, aber das solltet ihr mal im Hinterkopf behalten. Ihr werdet es momentan nicht auf Deutsch nutzen können oder auch nicht auf irgendwelchen anderen Sprachen. Und wenn ihr es auf Englisch nutzen wollt, stellt eure Systemeinstellung von eurem Smartphone auf Englisch und dann ist es ja auch Englisch. Was mir auch noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es am Mi Band liegt oder an der Mi Fit App. Ich hatte öfters mal so das Problem, dass ganz schön viel Akku gesaugt wurde. Ich benutze ja das Mi Band mit einem Google Pixel 2. Da ist ja Bluetooth 5.0 drauf. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Thema ist. Ich habe es mal kurzweise auch mit einem anderen Handy ausprobiert, da konnte ich es jetzt nicht nachvollziehen. Also da war einfach das Problem, dass das Mi Band ständig irgendwie die Verbindung versucht hat herzustellen und dann ganz schön Akku gesaugt hat. Nicht vom Mi Band, sondern von meinem Smartphone. Könnt ihr ja mal bei euch beobachten, ob ihr so ähnliches Problem habt oder sowas.
kannte ich jetzt vom Mi Band 2 nicht. Aber hier ist mir das auf jeden Fall aufgefallen, weil halt mal zwei Tage lang jedes Mal mein Akku leer gesaugt wurde von der Mi App. Eine Sache, die mir ansonsten noch aufgefallen ist, was die Schritte angeht, habe ich das Gefühl, hier ist ein bisschen mehr Zufall und Inkonsistenz dabei. Beim Mi Band 2 konnte ich am Ende vom Tag ziemlich genau eigentlich sagen, bei wie vielen Schritten ich war, weil es alles sehr sauber gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Ne? Beim Mi Band hatte ich immer Probleme, wenn ich zum Beispiel Kinderwagen schiebe, da fallen dann mal ein paar Schritte unter den Tisch oder sowas. Ist jetzt hier ähnlich gewesen und ich habe das ja auch, jetzt wie gesagt, auch die ganzen eineinhalb oder zweieinhalb Wochen parallel zu meiner Samsung Gear Sport getragen. Und da ist mir halt einfach aufgefallen, anfangs, also die erste Woche, hatte ich irgendwie immer so 10% mehr Schritte auf dem Mi Band und die eineinhalb Wochen danach hatte ich auf einmal irgendwie 10-15% weniger Schritte drauf. Also ich weiß nicht, was da passiert. Ich habe jetzt auch irgendwie an meiner Gangart nichts geändert oder sowas. Müsste man mal beobachten, gerade wie das so lang ist, auf dem Langzeittest irgendwie dann ausschaut. Aber das ist mir aufgefallen. Also falls ihr ein Mi Band 3 da draußen habt, vielleicht könnt ihr was dazu sagen, ob ihr ähnliche Probleme hattet oder ob das vielleicht bei mir doch nur ein Sonntagsgerät oder Montagsgerät war, was auch immer. Ja, ansonsten, wie gesagt, für den Preis kann man nichts sagen. Ich würde sagen, wenn euch Notifications wichtig sind, dass ihr die eine oder andere Nachricht lest, besorgt euch ein Mi Band 3. Diese Mehrkosten im Vergleich zum Mi Band 2 sind zu vernachlässigen. Wenn ihr euch sagt, oh, das ist mir eigentlich scheißegal und ich ist mir jetzt auch zu groß und ich mag auch dieses Hochglanz nicht, dann spart euch ein paar Euro irgendwie und dann holt euch ein Mi Band 2. Dann werdet ihr genauso viel Spaß haben. Ne? Habt zwar kein Touch-Display, aber so what. Ja, soviel zum Thema Xiaomi Mi Band 3. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben oder mir eine Nachricht schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und ich werde mich jetzt mal um meinen Kater kümmern. Macht's gut, ciao.